Hallo Leute, da sind wir bei dem dritten Fight von unserem Event auf cgiants.net. Bin übrigens total happy, dass so viele Leute hier sind, das ist total cool. Danke, dass ihr alle mitmacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Und wir spielen, wie viele Leute sind, die jetzt gerade in den Teams? Auch wieder relativ viel, ne? Ja, ich glaube, schau mal nach. Wir sind. Nico, wie kann man Spieler anbieten? Es sind mehr als vorher. Es sind 11 versus 11. 11 versus 11, ja. Ich bin ein Spiel auf dem Netzwerk. Okay, by was bin way. Ich? Ich bin Kanonier, okay. By the way, hätte ich dann auch gerne mal irgendwie TP-Berechtigung. Ja, generell so einiges hätten das gerne. Ja. Und Game und Recht, das wäre auch ganz gut. Sind eigentlich vergeben, müsstet ihr eigentlich können. Nein, haben wir nicht. Hätte ich gerne Kekse. Da kann ich alles haben. Slash Game Mode, nein. Müsst ihr. Game Mode 1. Funktioniert nicht. Menü? Ja, doch funktioniert. Ja, dein Spielmodus wurde auf Kreativmodus gesetzt. Sehr ja, gut. Hab ich nichts zu tun. Disable Silent Checking for All. Immer 3. Das funktioniert jetzt auf einmal. Letztens funktioniert das nicht. Ja, ich hab's gerade eben hinzugefügt. Ja, die ganzen Waffen sind hier schon gut besetzt. Das ist natürlich nice. Aber wir sind noch so viele Leute. Schauen wir mal ganz kurz Loyola an. Da steht nur rum. Ich bin in Loyola. Okay, gut. Ja, dann kannst du es ja besser einschätzen. Ob ah, geht's also eine Kanone? Ich bin im F5 in Loyola. Nein, komm doch nicht mit! Der Bau ist schon abgeschmiert. Ach ja, wurscht. Ich starte die ganze Zeit neu. Was okay. ist denn da los? Hat vielleicht irgendjemand wo was gesetzt? Oh, ja, ich guck da gleich mal hin. Ich geh mal ganz kurz auf den Bau-Server. Nico, ja. Wie entmutet man Spieler? Slash unmute wahrscheinlich. Ja, Paul failed more packet. Da hinten ist schon was hochgegangen und hier ist auch schon was hochgegangen. Haben diese Kanonen irgendwie eine hohe Selbstmordrate? Spaß. Ingo, warum siehst du das? Ich sehe das nicht. Ja, ich hab was zur Hölle? Bridges aktiviert. Wie das? Brauchst du nicht machen. Ich würde es genau sehen. Kümmere mich drum, ich stehe hier. Warte. Mit welchem Befehl geht das? Der Befehl ist unbekannt. Ziele fail Block Reach. Ich glaube, wir kassieren hier gerade ziemlich. Dash baut TP, Zoom. Okay. Lass das GS mal an. Okay, ja, Lag-Verursachung, ganz klar. Slash, Bann. Soll ich ihn bannen? Zoom, ich mach das schon. Okay. Lag-Verursachung, aber das sind TNT-Flix-Typen, die können es nicht anders. Gibt's schon wieder Bann-Action? Ja, ja, das ist typisch. Ist wieder Action-Jam. Wahrscheinlich fangen sie da Onyx und so gleich auch an. Wir haben, glaube ich, einen Reaver im Team, beziehungsweise jemand, der die Wasser kaputt macht. Ich bin dafür, dass man kann nicht. Also. Sand und TNT untereinander. Was ist hier unten? Ah, hier unten lebt noch alles, das ist gut. Nichts. Dann freue ich hier ein bisschen. Aber der Server gut ist. Im Gegensatz zu. Okay, Feuer. Nächste Kanone. Digifunfade. Ja, wieso wurde er denn gebannt? Ja, weil er es versucht hat. Vielleicht hat es funktioniert? Also. Ja, nein. Was zur Hölle? Alle unfähig zum Bladen. Ja, sind sie. Wow, fuck. Kann nichts reparieren, scheiße. Ja. Genommen, ich alles passiert. Darkcraft, aber scheiße, was ist das? Guck mal, die sieht doch Onyx sein Grundstück an und es leckt. Okay, er hat Schilder platziert, sieht doch Onyx, bekommt auch einen Bann. Und Kakteen. Ich komm auch auf den Bau-Server. Nee, ich tu nicht grundlos bannen, das ist das. Ja. Okay, die ist kaputt. Onyx, Lag-Verursachung. Die ist auch kaputt. Die ist nicht kaputt. Bitte TP dich nicht, es ist die lag. Geht noch. Es leckt. Aber wir haben eigentlich ein System, dass die. Es leckt doch gar nicht so hart, oder? Wenn zu viele Entities sind, werden die gelöscht. Das ist das. Okay, die geht noch. Oh, das Schiff wird hier ziemlich hart. Ja, jetzt kriegt ihr nicht auch mal auf die Fresse. Ich zählt definitiv. 17 TPS, das ist schon ein Einbruch. Ich wusste schon, warum ich diesmal in Themen rot gehe. Ach so. Ja. Ja, ich habe halt mal ein schlechtes Schiff genommen. Ich meine, ich habe jetzt halt mal das letzte Public genommen. Ach so, okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es im Schiff lag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur daran lag, dass oh mein Gott! Dass das Team Blau immer verliert. Das wird der Grund gewesen sein. Ja. Es. Unmute, Matt. Okay. Oh mein Gott. Aber hier oben haben sich ja sämtliche Kanonen zerstört. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Okay. Ist wahrscheinlich safe ein Fehler von mir. Ich buddel mal ein bisschen nach oben. Ich hab grad echt Angst. Ich bin jedes Mal, wo ich gerade stand, ist gerade hier in die geflogen. Ich habe nur ein Herz verloren. Bei dir auch? Kann man keine Items aufnehmen? Nein. Das ist deaktiviert, weil viele Leute. Ja. Okay. Früher hat nämlich der Sanitäter ganz gerne seine Tränke an den Captain abgegeben. Ja, okay. Und die Rüstung getauscht.
Man hat Pfeile aus den Inventaren entnommen, der Dispenser und so Sachen. Mhm. Ja, weil so, aber so rumliegende Items, die können ja auch ganz schön Lags verursachen, ne? Ja. Ja gut, aber so viele, wie du da droppen müsstest, dass das was bringt, so viel könntest du auch nicht aufsammeln. Kisten droppen manchmal. Ja, aber die könntest du auch nicht alle aufsammeln, von dem her. Okay, haben wir uns schön mit Style rausgebuddelt. Was soll ich machen? Ja. Hat ernsthaft keiner aus dem Weg geschafft? Was wollen die mir alle? Hallo. Na gut. Okay, was machen wir? Okay, keiner hat es geschafft, mit den Kanonen Schaden anzurichten, außer mir. Die haben die alle falsch beladen. Die haben sie, glaube ich, alle mit 6 und mit 8 Treffs beladen. Ja. Ja, dann funktioniert es nicht. Das habe ich nämlich beim ersten Schuss gemerkt. Mit 6 hat es nicht funktioniert, dann habe ich mit 8 gemacht und hat es getroffen. Ja, bei uns hat es eigentlich halbwegs funktioniert. Also, ihr habt es auch nicht eingesteckt. Zwei, drei Leute haben bei uns die Kanonen gejagt. Ich habe nicht gesehen, wer. Okay. Ja, bei uns sind einige Kanonen auch in die Luft geflogen. Ich weiß nicht, woran das lag, aber... David, bist du Team 1 oder Team 2? Ich bin Team 1. Also. Hier sieht alles ruhig und... Hat uns verlassen. Mindmaker, more packets. Irgendwie finde ich es komisch. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier von außen wie ins Schiff hineinkomme, ohne wie nur mich rein zu griefen. durch die Kanonen musst du mal rein. Das hat keine Treppen. Leitern. Ernsthaft? Ja, die Prinz Eugen hat keine Leitern. Deswegen muss man immer durch die Luftkanonen durch. Kanonen rein. Junge, die sind voll intelligent. Die beladen die Kanonen alle richtig, ohne dass sie irgendwie Wasserquellen zu beladen. Echt? Also bei uns haben sie nichts auf die Reihe gekriegt, wie man sieht. Ja, Team Rot ist einfach immer das Bessere, das ist einfach... Also Leute... Davor war ich immer Team Rot, das war der Grund. Ja, ich hab auch beide Male verloren, als ich Team Blau war. Also es ist immer irgendwie Team Rot ist immer... Wo er recht hat, hat er recht. Team Rot hat schon was. Ja, aber zum Beispiel, man gewinnt mehr. Noch habt ihr nicht gewonnen, siehst mal so. Und noch bin ich in Team Blau. Ja, okay, Wette gilt. Soll ich's ändern? Und wenn wir jetzt die Runde wieder gewinnen, dann lag's eindeutig an mir. Okay. Das ist ein Naturgesetz auf sofort. Oh, es lag an mir, dass ich. Nee, es lag an dir. Okay, es lag an dir, ja. Okay. Das nehmen wir dann ins Regelbuch auf. Wenn ich Captain oder wenn ich im Team bin, dann hat dieses Team automatisch gewonnen. Die bauen alles um Fichtenmoped an. Oh, die haben Fichtenmoped gesplieft. Also, es ist ein schönes Schiff, aber irgendwie. So. Nicht zu gebrauchen. Etwas overpowered, meiner Meinung nach. Bisschen schwierig hier reinzukommen, wenn man auf Deck ist. Nico. Ach, du bist gerade oben auf dem Deck und wieder nach unten reingehen. Oder wie? Ja, ich glaube, ich gehe einfach wieder da rein, wo ich rausgekommen bin. Es gibt einen Eingang, der befindet sich als Form, als Falltür, war es, glaube ich. Ja, ich glaube, ich gehe einfach da rein, wo ich mich rausgegrieft habe. Ja, ich glaube, das Beste, es ist echt, ich habe beim Schiff, ich glaube, als ich das geprüft habe, erstmal 5 Minuten lang den Eingang gesucht. Und dann habe ich die Brücke gefunden, den Weg zur Brücke gesucht und dann festgestellt, dass der Weg zur Brücke zugebaut war. Ja, also das ist nicht gerade sehr übersichtlich, dieses Schiff. Ja, es sieht gut aus, aber das war's dann irgendwie. Also die Kanonen sind auch, ja, okay. Also es ist nicht gerade schwach, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, es hat viele Kanonen, hat eine relativ hohe Feuerkraft schon. Ja. Oh, hier in der Mitte ist ja einiges. Die sind auch gut verteilt. Ich bin bei Leula. Die haben gerade Fichtenmoped gespiept, dass er ins Wasser gefallen ist. Lol. So, hier vorne. Oh shit, okay. Jetzt soll ich mich nicht zu lange aufhalten. Ja, was Hallo. Bist du? Ja, wo habe ich mich denn rausgegrieft? Nida, was für Einheit bist du? Ich bin Soldat. Also ganz normal, aber ich weiß ganz normal Kanonier, wie auch immer. Ja. Möchtest du gleich ein paar Kids vorstellen? Hm? Möchtest du gleich ein paar Kids vorstellen? Also... Wir bauen hier Leula, Philipp. Ja, ich seh's. Und ein bisschen Thema dazu setzen. Also Spezialeinheit und Kanonier habe ich ja schon gezeigt. Soll ich noch ein paar... Also hast du alle Kids? Nee, also ich habe nur die Standard-Kids, die ersten drei. Die anderen muss man irgendwie sich holen. Soll ich dir was überweisen, dann kannst du dir die gleich vorstellen. Ja, ich muss mal gucken, was wir gleich machen danach. Nico, ich habe 4060 Giant-Coins. Kobex-Coins. Und ich kann mir aus irgendeinem Grund keinen Sniper kaufen, obwohl es nur 4000 kostet steht. Ich habe nicht genug Geld. Oh. Aus irgendeinem Grund habe ich richtig wenig Geld. Ich schau mal kurz nach.
mir gerade ein bisschen blöd vor hier. Scharfschütze, sagst du? Also 4000 musst du dir leisten können. Hä? Ich hab 4000. Okay. In zwei Minuten kommen Gegner rüber. 284 Giant Coins. Hä? Das kam nicht ein bisschen was. In dem. Entorno App. Tom TNT Fix. Saxdolf. Was? Saxdolf Hüftler TNT Fix. Ach du mein. Klingt ja fast so müsste schlimm. Das funktionieren. Klingt ja fast so schlimm. Ich glaub, ich mach die Runde so, ich bleib bei Leula. Der kann, glaube ich, ganz gut PvP spielen. Dann. Der kann kein PvP spielen. Keine Ahnung, ich hab's nur vorhin gesehen, dass er 2-0 gekillt hat. Das reicht mir gerade als Absicherung, dass ich überlebe. Ich kenn den Typ ja nicht, also von dem her. Ich hab vorhin gesehen, dass er mir das Leben gerettet hat. Oh. Leica fails speed wie sonst was. Aber die TPS ist gut, okay. Ping ist auch okay. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ja. Also, das gegnerische Schiff sieht irgendwie noch ein bisschen besser intakt aus als unseres. Das könnte sogar noch schwimmen und ganz normal weiterfahren. Um, abgesehen von den Löchern da hinten, aber wenn die abschottet, dann geht es schon. Ja, gut, mit dem besseren Pickaxe ist es natürlich nice. Abgesehen von dem Eis, was da im Weg ist. Ja, gut, das so, sollte aber anscheinend so Schaum simulieren, weißt du, durch der. Bei der Schiffsfahrt, wenn das Wasser auf. Ach so, ich dachte, das sollte so ein, keine Ahnung, so ein Schiff sein, was in der Arktis fährt oder so, keine Ahnung. Ja, ich hab ausgefragt, warum überall Eis ist, dann hat es mir erklärt. Hier sprengt irgendjemand. Okay. Oder wir sind diesmal Team Blau, gell? Ja, gut. Wahrscheinlich sind wir gleich hier schon beim Wasser und haben irgendwie die Kanonenebene voll verfehlt. Ich hab grad Panik bekommen. Ah, nein! Ja, weil ich die Kanonenebene verfehlt. Oh Mann. Was ist A und D? Lolli, hat einer gerade was gesprengt, aber ich glaube, das war einigermaßen taktisch. Ein Abo, ich kann okay. Nicht sehen. Der ist eigentlich der Captain vom roten Team. Die bauen sich alle mit TNT hoch. Aber sie haben keine anderen Blöcke. So. Die haben ihre Blöcke schon verbraucht. Oh Mann. 10.000? Ja. Ja, wir haben. Juhu, wir haben den Innenraum gefunden. What? Oh mein Gott. Ich hab's ja gar nicht gesehen. Ah, oh, nice. Shit. Finally. Oh mein Gott, gut. Ich werd sterben. Ha, Leula. Richtig. Oh, Eindringling. Wir haben hier unten Eindringling. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe. Das ist ein lauter Eindringling hier. Ohne Witz. Das konnte man nicht gut beobachten. LOL! Jetzt gerade einmal im Kreis gedreht. Ich mache mich hinter ihm jetzt Game Mode. Nico? LOL! Ja, RIP! Das ist doch nicht die ganze Zeit down. Leute, ich hab noch ein halbes Herz, wir werden verlieren. Ich hab auch nur ein halbes Herz. Nice! Was ist das denn? Da muss ich noch länger überleben als du. Der Testserver, der geht die ganze Zeit. Leula! Philipp, ich bin auch hier. Ja, ich sag, ich muss noch länger überleben als du. So, ich habe verstanden, ich muss länger überleben. Hat er nicht gehittet? Er hat mich nicht gehittet. Oh mein Gott, explodieren die? Oh mein Gott, ich kann mich nicht umdrehen, ob der noch hinter mir steht, sonst schießt er mich ab. Der bewegt sich mir etwas zu schnell. Zum Glück habe ich unter Wasser. Ja. Ja, es ist 5 gegen 5, es ist so ein Kaffer. Aber er taggt mich nicht. Ja, nee, ich glaube, der toggelt die Kill-Aura. Aber guck dir doch mal seine Range an, das ist doch nicht mehr normal. Nee, das ist noch normal, okay. Wie es aussieht. Ich bin entkommen. Muss ich wieder weg. Kannst du dir die Violations von Dings anschauen? Nein! Okay, fuck. Hä? Das sah gerade an, der auch von Leula. Da nichts. Ja, ich hab schon mit dem Fire abgeschossen, alles gut. So. Er hat einen Speed drin. Möchtest du jetzt mal sterben? Er kam relativ schnell auf mich zu, ich muss ihn lassen, aber gut, ich sag ja nichts. Ich glaub, Rainbow, möchtest du sterben? Ja, wir können gerne fighten. Also, komm, ja. Magst du auftauchen? Wo ist er denn jetzt? Hier? Geht das die Eindringlinge? Oh, David! Nein, ich mach's mit dem Schwert. Den T-Slayer fällt. Ja! Ja, ich gewonnen, juhu! Nice! GG, ja. Nice. Das war nice. Also, beide mit einem halben Herz. Oh. Das freut mich.
Also, wir hätten fast gewonnen, also... Ja, nee, also ich würde sagen, Team Rot gewinnt einfach immer. Also meiner Meinung nach ist Legolas nicht an, nicht legit. Er bewegt sich meiner Meinung nach zu komisch. Wollen wir jetzt einmal Mission War spielen? Ja, also ich würde sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank, dass ihr hier beim Event dabei wart. Wir nehmen so ein bisschen Missile Wars hier auf, was man hier auch spielen kann. I see Giants net. Und jo, bis zum nächsten Video, was dann wahrscheinlich Missile Wars sein wird. Tschö.